Wir haben heute die Kiellegung unseres sogenannten E-Spatzen gefeiert in der Werft. Hier sehen wir sozusagen das erste Bauteil dieses Schiffes. Die Werft hat hier eine Nummer eingestempelt, das war der formale Akt der Kiellegung. Es ist das 238. Schiff dieser Werft, das im 2022 angefangen wurde. Und mit diesem formalen Akt sozusagen, der bedeutet, dass das Schiff nun in Bau geht. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist der Antrieb. Wir wollen erstmalig ein Arbeitsboot Typ Spatz rein batterieelektrisch antreiben. Und wir haben uns auch das Ziel gesetzt, dass alle anderen Verbraucher, im Sommer haben wir den großen Verbraucher Klimaanlage, im Winter den großen Verbraucher Heizung, dass auch diese Verbraucher mit Batterieelektrik gespeist werden. Man sieht von außen eigentlich nicht, dass es einen Elektroantrieb hat, aber wir versuchen durch ein sehr modernes Design natürlich auch nach außen darzustellen, dass wir hier eine neue Generation von Arbeitsbooten bauen. Wir haben das Steuerhaus relativ groß gehalten, ist auch im hinteren Teil ein Peilarbeitsplatz integriert. Das Fahrzeug ist auch mit einer hydrographischen Messanlage ausgestattet. Wir haben natürlich im unteren Bereich die gesamte Technik untergebracht, im mittleren Bereich, im Schwerpunkt des Fahrzeuges sind die Batterien mit ca. 7 Tonnen Gewicht untergebracht. Im hinteren Bereich die Steuerungstechnik. Wir haben relativ viel Elektrik und Elektronik an Bord, braucht man halt für diesen Elektroantrieb. Ganz hinten natürlich die Ruderpropeller. Hier sieht man einen Schacht, da wird der Ruderpropeller untergebracht. Das Fahrzeug erhält zwei Ruderpropeller als Antrieb mit Drehdüsen. Wir wollen eine sehr gute Manövrierfähigkeit erreichen. Das schaffen wir mit den Drehdüsen. Und die Düse soll also auch den Schub verstärken, weil wir, ich sag mal, zu 80-90% im Schubbetrieb im Einsatz sind. Also das Fahrzeug schiebt ein anderes Fahrzeug. Dafür auch die Koppeleinrichtungen. Hier sind Koppelwinden, hier ist eine besondere Schiene für den Einsatzbereich. Da gibt es eine besondere Koppelvorrichtung, eine besondere Kupplungsart. Ja, und das sind so die Hauptkomponenten. Im vorderen Bereich haben wir noch Pantry, WC braucht man natürlich auch noch. Ja, und eine kleine Vorpeak für Bugstrahlruder, Kettenkasten, für die Bugankerwinde. Das sind so die Hauptregionen, wo die Technik untergebracht wird.